Ja, und dann ist er einzogen worden. Und dann wir Mädchen halt, oder halt manchmal Mädchen, im Kindergarten hat man ja die Kinder auch erzählt von den Soldaten und dass jetzt Krieg ist und dass die armen Soldaten da fort sind. Und da haben wir denen alle Brief geschrieben. Und da habe ich immer meinem Mann einen Brief geschrieben und einem Fischertonel drüber einen Brief geschrieben. Weißt, halt alle, die du in Scherben kennt hast, wo halt mit denen in die Schule gegangen bist, denen haben wir immer Briefe geschrieben, haben wir immer Briefe zurückgekriegt. Von meinem Mann habe ich die gelben Briefe gekriegt, vom Fischertonel habe ich die blauen Briefe gekriegt. Und so habe ich, und ich war diejenige nachher einmal, durch das, dass ich mit den Kindern das auch machen habe können, habe ich immer den Soldaten alle geschrieben. Und dann habe ich 43 eben geheiratet. Also unter dem Krieg. Und zwar, wo mein Mann da praktisch verwundet war und dann da war. Wie lange haben dann die Flitterwochen gedauert? Die Flitterwochen haben bloß eine Woche gedauert. Und zwar sind wir da damals zu einem bekannten Offizier auch, der mit ihm auch draußen war und auch verwundet war. Den habe ich damals auch mitgeholt. Der war von Übersee. Chiemsee da drüben. Mhm. Und da sind wir eine Woche dann aufgefahren in die Wirtschaft. Also wo der uns organisiert hat da, und da haben wir, also das war ja eine Woche, glaube ich, wieder mal eine Woche, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, weil er dann wieder fortgemerzt hat. Und das war scheißlich. Also praktisch, wir geheiratet haben, ist er ja fort und dann ist er ja praktisch, habe ich nichts mehr gehört von ihm. Habe ich nicht gewusst, was los ist, lebt er noch, lebt er nicht mehr, was ist los? Und dann ist einmal ein Soldat vorbeigekommen und hat gesagt zu mir, er soll Grüße ausrichten von meinem Mann. Und dann habe ich gesagt, das gibt's ja gar nicht. Dann habe ich gesagt, ja, aber von ihm was gehört. Und dann hat er gesagt, doch, hat er gesagt gehabt, der ist in Gefangenschaft gekommen und zwar ist er mit seinem Trupp, ist er da irgendwie gefahren, in hohen Schäftladen bei München. Und da haben sie ihn kassiert. Ja, der ist da und da und da und da. Dann habe ich das gar nicht mehr geglaubt. Des eines Tages geht die Tür auf, meine Gartentiere drunter, da beim Hinterstößer drunter habe ich da auch noch praktisch ja gewohnt. Gartentiere auf, da kommt einer rein und denkt, ja, mein Gott, was kommt da? Haben wir wieder gedacht, so reingefallen. Also ausgesehen, furchtbar war das mein Mann. Kannst du dir vorstellen? War das? Das muss ich vorstellen. Aus jedem Tier ist irgendjemand anderer rausgekommen. Da haben wir Flüchtlingsleute da gehabt. Dann haben ein paar von den Geschirren, das waren Schulfreunde von mir, die haben wir oben eingelassen. Meine Schwiegermutter war da, meine Schwägerin war da, zwei Schwägerinnen waren da, alle im Haus. Hm. Heute, wenn ich das erzählen muss, denkt man wie, ja, wie waren das alles? Ja, war das alles so? Weißt du? Hm. Das kann man. Das, wenn du das nicht mitgemacht hast, kannst du es nicht verstehen. Wie das damals war. Aber wir haben es überstanden. Du, nach dem Krieg haben wir gesagt, ja, wie soll das weitergehen? Alles ist kaputt. Überall sind, die ganzen Flüchtlinge sind überall umeinander. Alles ist kaputt und ja, wie soll denn das gehen? Das kann doch nicht mehr gehen. Wenn du Augsburg reingefahren bist, hast du ja nicht mehr reinfahren können mit dem Zug. Verstehst du? Wenn du reingekommen bist, du hast ja gar nicht aus. Also es war einfach alles ein Trümmerhaufen. Und das ist das Einzige, was ich heute auch noch sage. Kinder, das ist, sage ich oft zu denen, damals haben wir gesagt, das kann nicht mehr weitergehen. Das ist gar nicht möglich. So ein Haufen sind gefallen. Jeder hat vermisst oder verfallen oder einen Vater oder einen Krank oder irgendwas gehabt, das kann gar nicht mehr weitergehen und es ist immer wieder weitergegangen. Es macht mir einfach Spaß, andere glücklich zu machen. Ich habe vielleicht schon mal gesagt gehabt, ich habe das so geschätzt, dass ich habe sehr früh geheiratet, 1943, und zwar unter dem Krieg und habe dann meinen Mann wieder zurückgekriegt, zwar verwundet, aber er ist zurückgekommen, ich habe ein Haus da im Kopf gehabt und da habe ich mir verschworen, habe ich gesagt, solange ich irgendwie ehrenamtlich was tun kann, ich werde das tun und das habe ich bis heute gemacht und mache es noch weiter. Mir geht's gut, aus, fertig, Schluss. Und dann ich lebe noch und fertig. Andere leben in dem Alter nicht mehr. Wenn ich im Friedhof ausgehe, habe ich mehr Bekannte, als wenn ich auf der Straße laufe. Verstehst du? Und ja, es ist doch so.